Hallo und herzlich willkommen zu Teil 18 von Passing By. Ja, die letzte Folge war richtig cool. Es war, finde ich, eine der coolsten Inseln bisher, wenn man es Insel nennen darf. Und zwar sind wir in den Weltraum gegangen. Ich habe ja in der vorletzten Folge bin ich da schon mal kurz hoch und habe gedacht, hey, das muss bestimmt ein Bug sein, dass wir da keine Luft kriegen. Aber ich war einfach nur zu blöd, diese Flaschen zu finden, in denen es Sauerstoff gab. Mit diesen Flaschen mit Sauerstoff konnten wir da oben alles erkunden, den Strom wiederherstellen, haben einen neuen Roboterfreund gefunden und ja, ziehen jetzt weiter mit einem Song mehr, mit einer Schallplatte mehr und einer Gasflasche mehr und ein bisschen, was haben wir noch gekriegt? So ein schönes Bild, das wir aber leider nicht aufhängen. Das Windspiel würde ich gerne mal aufhängen. Aber was wir jetzt als erstes machen, wir gehen los und ja, es zeigt steil nach unten. Das heißt, die Zeit des hier oben rumhängens ist vorbei. Wir gehen jetzt wieder nach unten. Die große Frage ist, wie weit wir nach rechts gehen. Will ich das überhaupt oder gehe ich gar nicht nach rechts? Copycat hat noch erzählt was von bergiger Insel unentdeckt. Aber vielleicht ist das auch die große Insel, wo er uns hinführt. Die nächste große. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen Schub rein. Das Gute ist, sinken ist sehr leicht. Sehr, sehr leicht für uns. Ich hoffe, ich check irgendwann noch, was Copycat in uns genau sagt. Also ich finde, es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich mache Pause dafür. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Copycat schickt uns zu Inseln, also grundsätzlich zu irgendwelchen Inseln, auf denen wir noch nicht waren. Seien's kleine oder seien's große. Oder Copycat gibt einen Tipp für die nächste große Insel. Oder Copycat gibt einen Tipp für die nächste kleine Insel, auf der es irgendwas Interessantes gibt. Also nicht Essen, nicht Trinken und nicht Gasflaschen, sondern alles andere. Also, keine Ahnung, Achievements, irgendwelche Kleidungsstücke, solche Sachen. Für den ersten Punkt spricht, dass es so ein Vollständigkeitskerl ist, Vollständigkeitspapagei, der uns halt sagt, jede Insel muss einmal besucht werden. Aber dann würde uns ja auch auf irgendwelche unwichtigen Inseln schicken. Möglichkeit 2, da spricht eigentlich viel dagegen, das mit den großen Inseln, weil da haben wir ja unseren Kompass dafür. Das heißt, eigentlich glaube ich am ehesten, dass er uns irgendwo hinschickt, wo es Achievements oder Kleidungsstücke gibt. Keine Ahnung. So, vielleicht sollten wir kurz mit ihm sprechen. Vielleicht sollten wir nicht ganz so schnell sinken. Es geht ja schnell genug. Du brütest was aus, richtig? Nein, ich habe keine Zeit. Mode, Bananenschale, bla bla bla. Wir können mit dem auf jeden Fall auch ein Gespräch führen, aber nicht jetzt, wenn wir so schnell sinken. Bergige Insel noch unentdeckt. Aber was ist das? Zählt es hier auch zur bergigen Insel? Ja, ich muss tatsächlich schon wieder Gas reinmachen, sonst sind wir echt einfach zu langsam, ja? Was? Nicht zu langsam, wir fallen zu schnell, das wollte ich sagen. Da unten! Auf dieser Kleeblattinsel waren wir noch nicht. An der sind wir schon ein paar Mal vorbeigeheizt. Und nicht ein paar Mal, aber einmal vorbeigeheizt. Haben es nicht geschafft. Hier gibt es Wasser. Wasser können wir echt demnächst auch mal auffüllen. Vielleicht machen wir das direkt, oder? Oder gehe ich hier hin? Es gab auch noch irgendeine. Ne, komm, wir gehen jetzt. Wir machen es so: Wir gehen jetzt erstmal auf die Insel mit dem Wasser, füllen es auf. Weil wir haben nämlich echt nicht mehr viel. Oh, das reicht nimmer, Otter. Nicht dein Ernst, das reicht nimmer. Oh. Kurz Vollgas. Den Se Segel wegmachen. Dann reicht es vielleicht noch hoch. Ich weiß nicht, kann sein, dass es nicht reicht. Das meinte ich, das zu kontrollieren ist da manchmal gar nicht so leicht. Können auf der Insel da vor uns. Wir hätten schnell landen sollen, gell? Das wäre schneller gewesen als. Das
können echt zu weit rechts sein, schon zu weit im Osten. Ja, sind wir fürs Auffüllen vom Wasser. Es ist schneller, das ganze Zeug zu pausieren, indem man auf einer Insel landet. Oh, es geht noch. Krass, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Da gehen wir doch jetzt bestimmt ein kleines bisschen nach Westen, oder? Ich meine, es kann von der Perspektive natürlich auch einfach nur so aussehen, aber... So, bevor wir noch wirklich in Trinkschwierigkeiten kommen, das wäre richtig peinlich, nachdem ich schon so oft gesagt habe, in Trinkschwierigkeiten werden wir nie mehr kommen. Da wetten wir auch nicht. Mit 3 Flaschen. Eher in Essschwierigkeiten. Das geht uns nämlich langsam, aber sicher aus. Aber hier gibt es ja endlich wieder ein paar Beeren, die uns so wenig bringen. Ich bin richtig gespannt. Also dieses Schiff, ich weiß nicht, ob das jetzt als große Insel zählt, dieses mit dem Kleeblatt. Das haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Vielleicht kommen auch große Inseln nochmal. Vielleicht müssen wir alle Inseln abrackern, sozusagen, oder abbesuchen. Alle großen, bis wir zum Ende kommen. Dass sie dann auch immer wieder kommen. Das könnte doch auch sein, oder? Bergige Insel noch unentdeckt. Copycat muss sich beeilen. Ha, ich weiß es nicht. Dann würde doch die Theorie mit dem zweiten Punkt stimmen, dass Copycat von großen Inseln spricht. Wenn wir eine Insel übersehen haben, kommt sie wieder oder so. Auch eine große Insel. Erst nachdem wir sie einmal besucht haben, kommt sie nicht mehr. Das würde praktisch dafür sorgen, dass man keine große Insel verpasst. Und falls man dann keine Ahnung hat, was noch fehlt, spricht man mit Copycat und Copycat sagt, hey, bergige Insel fehlt noch. Das würde doch Sinn machen, oder? Vielleicht. So, jetzt gehen wir zu der und dann gehen wir zur Kleeblattinsel. Bin gespannt, ob das dann als große zählt. Ich meine, wenn es als große zählt, würde das die Theorie ein bisschen verstärken. Weil die haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Das heißt, die große Insel gäbe es dann mindestens mal zweimal. Oder taucht einfach nochmal auf, bis man sie gesehen hat. Hey, gibt es nichts. Ich habe gehofft, dass es hier irgendwas für uns Wichtiges gibt, aber ein Medikit ist für uns nicht wichtig. Da sind wir gut genug ausgestattet. Falls wir nicht nochmal in so eine Situation kommen, wie im Weltall. Oder soll ich das überhaupt? Nee, wir fliegen von selber schon runter mit unseren 1200 Gewicht, Kilogramm, wie auch immer. Nee, die Insel zeigt dann, der Kompass zeigt nicht auf die Insel, oder? Sollte man ein bisschen beobachten, wenn wir jetzt tiefer sinken, ob der Kompass schnell steigt. Nee, guck mal da. Ah nee, da hinten, das kann auch nicht sein. Das ist eine kleine Insel, glaube ich, diese Insel. Zumindest zeigt der Kompass nicht wirklich hin. Dann können wir mal drauf landen und gucken, ob da auch irgendein Kerl ist, der mit diesem Schiff rumfliegt. Bestimmt, oder? Was wir auch machen können, wir können mal einen anderen Hut aufziehen. Auch wenn ich natürlich den sehr mag, diese Mütze. Die sieht echt schön aus. Könnten wir doch mal ein bisschen... Ne, ist immer noch ein bisschen kalt. Wir lassen noch eine Weile auf, oder? Ne, den Plüschding, der hilft uns auch ein bisschen vor Kälte, aber nicht so arg. Nice, es gibt endlich wieder Essen. Nochmal Pilze. Mag ich zwar nicht, aber besser als verhungern. Vielleicht gibt es hier eine Jukebox, wenn es hier Musik gibt. Ham, ham, ham. Entschuldigung, du musst aufhören zu nuscheln. Hm, ham, ham, hm. Ich verstehe immer noch kein Wort. Oh, vielleicht hilft es, wenn ich meine Kopfbedeckung abnehme. Was? Lol. Also, sie sind so blüschig, dass man kaum noch was hören kann. Wie witzig ist denn das? Cool.
Okay, dann wieder die Mütze aufziehen. Diese violette Ballonhülle ist erst diesen Morgen reingekommen. Sie ist der letzte Schrei unter modischen Ballonfreaks wie dir. Kann ich mir die kaufen? So klingt das fast, gell? Hübsch, deine Kajüte, doch mit diesem schönen Gemälde einer Melone ein bisschen auf. Okay, ich rede jetzt erstmal mit dir. Willkommen bei Glaubers kolossaler Kollektion von exzentrischen Artefakten und fremdländischen Kuriositäten, TM. Meine Auswahl seltener Antiquitäten und einzigartiger Fundstücke kennt keine Grenzen. Hier gibt es für alle etwas, selbst für dich, wer auch immer du sein magst. Wo wir gerade dabei sind, wer genau bist du eigentlich? Hallo, ich bin Curly. Ich bin eigentlich nur hier, um die Post. Post? Ich erwarte keine Post. Bist du sicher? Ich suche die Person, für die dieser Brief bestimmt ist. Der soll für mich sein? Auf keinen Fall. Meine Korrespondenzen haben für gewöhnlich etwas mehr Flair. Aber wenn du Hilfe bei solch fader Post brauchst, solltest du vielleicht mal einem dieser vollgestopften kleinen Häuschen nachfragen. Wie hießen die doch gleich? Richtig, Postämter. Oh, na dann. Aber wo du schon mal hier bei Glovers kolossaler Kollektion bist, warum gönnst du dir nicht etwas und wir machen einen kleinen Handel? Ich habe leider kein Geld. Ich suche die ganze Zeit schon nach Geld, aber finde kein Geld. Wie will ich das machen? Okay. Bei Glovers kolossaler Kollektion bieten wir besonders rare Artikel im Austausch gegen Waren gleichen Wertes an. Such dir einfach eines der Premium-Ausstellungspodeste aus, auf dem ein Artikel liegt, der dich interessiert. Und wie funktioniert das mit dem Austauschen dann genau? Das zeige ich dir gerne. Wir gehen einfach direkt in Medias Res, wie man so schön sagt. Wenn du dich für eine unserer Neuheiten interessierst, tritt einfach vor das entsprechende Premium-Ausstellungspodest. Und dann? Dann kannst du dir einfach ein beliebiges Objekt in deinem Besitz anbieten, das du gegen das ausgestellte Produkt tauschen möchtest. Leg dazu einfach deinen mitgebrachten Artikel auf das Premium-Ausstellungspodest. Dann schaue ich mir an, ob wir zu einer Einigung kommen. Also gut, mal schauen, was im Angebot ist. Okay, ein Eimer. Kann ich damit an Brunnen Wasser holen? Ein treuer Eimer, nicht besonders, aber nützlich, falls du alle deine Wasserbehälter auf einmal auffüllen willst. Okay. Interessant. Gibt es ein besseres Accessoire für ein Ballonschiff als ein niedliches kleines Windrad? Habe ich schon zwei. Was ist das? Ein Überlebenshut ist eine praktische Multifunktionskopfbedeckung. Das klingt schon gut. Was war das Gemälde? Kann man wenig leider damit machen. Das ist eine Ballonhülle. Der letzte Schrei. Ich habe eigentlich eine, die sieht fast genauso aus. Ah ne, doch nicht. Die hier vielleicht noch am ehesten, gell? Aber was muss ich da hergeben? Oh, guck mal. Da ist nochmal ein Lied. Dann fehlt uns nur noch eins. Krass. Hier ist eine Schallplatte ausgestellt. Die Vitrine ist verschlossen. Ich schätze, dieser Artikel steht nicht zum Verkauf. Was? Warum? Ein leerer Rahmen hängt an der Wand. Sieht so aus, als ob hier etwas fehlt. Fehlt dem irgendwie ein Bild oder so? Kann man da irgendwas machen? Das hier vielleicht. Achso, ups, anbringen. Sieht so aus, als ob hier irgendetwas fehlt. Oder wie kann ich das machen? Kombinieren muss ich machen, gell? Nehmen wir lieber das Weltraumbild. Nein, ich glaube nicht. Okay, ich kann hier nichts reinmachen. Aber ich habe nicht ganz kapiert, wo ich das dann ausstelle. Such dir einfach eines der Premium-Ausstellungspodeste aus, auf dem der Artikel liegt, der dich interessiert. Okay, wenn du dich für eine Neuheit interessierst, tritt vor das Podest und dann beliebiges Objekt anbieten. Okay, ich muss das vor den Dings machen. Okay.
Das heißt, ich gehe hier hin und mache dann zum Beispiel, was ist denn blöd, das hier anbieten. Verzeihung, aber gemäß der Handelsrichtlinien von Glovers kolossaler Kollektion können wir keine Artikel von durchschnittlichem Wert akzeptieren. Wir empfehlen stattdessen einen Gegenstand von großer Seltenheit oder hohem individuellen Wert. Das heißt, ich brauche auch irgendwas, was ich hier habe, oder nicht? Nicht irgendeinen Scheiß. Was könnte ich denn nehmen? Was ist denn blöd? Was mag ich nicht so? So eine Standard-Ballonhülle. Das ist ein freundliches Angebot, aber leider können Ballon- und Siegeldesigns nur gegen die gleiche Art von Artikel getauscht werden. Du kannst dir gerne unser neuestes Design hinten im Schiff anschauen und dort einen Tauschvorschlag machen. Okay, also wir müssen gegen das jeweilige tauschen. I see, das heißt, wir müssen Kopf gegen Kopftuch austauschen, oder? Was mag ich denn nicht? Partyhütchen, ja, weiß nicht. Postmütze, wir haben eigentlich nichts zum Abgeben, gell? Kein Hut. Der Zylinder am ehesten noch. Sonnenhut will ich nicht. Marinehut vielleicht. Können wir Schuhe hergeben? Die Stiefel mit Absatz, die mache ich nicht so. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, okay, dann können wir die wieder zurücktauschen. Exklusiver Schuh. Wie es jetzt schon schön redet. Okay, was bringt unser Überlebenshut? Bietet milden Schutz gegen Kälte und Hitze. Schick. Es gibt wenige Situationen, wo man das wirklich gut einsetzen kann, glaube ich. Aber cool. Wobei grün nicht so meine Farbe ist, aber ansonsten cool. Macht es Sinn, dass irgendwie, also alles auf einmal. Aber was lasse ich dafür dann hier? Eine Wasserflasche? Ich muss ja irgendwas Passendes anbieten. Vielleicht eine Gasflasche. Keine Artikel, Seltenheit, individueller Wert, bla bla bla. Vielleicht einfach hier ein kaputtes Windrad. Ah, ich wusste doch, du bist eine Person mit Geschmack. Als du heute mein Schiff betreten hast, exzellente Wahl. Okay, das geht, cool. Bin mir nicht sicher, ob uns das so viel bringt. Was mache ich denn mit dem Wurstel Eimer hier vorne? Kann ich alle Wasserbehälter auf einmal auffüllen? Ist halt jetzt auch nichts, wo man unbedingt bräuchte, oder? Wobei, was werde ich jemals mit dem kaputten Windrad machen? Nix. Nichts, nichts, nichts. So, dann bieten wir hier eins an, das wir am schlechtesten finden. Aber ich weiß nicht mal, was ich am schlechtesten finde. Wahrscheinlich schon das. Die aeronautische. Oder das hier, blaue. Das hier. Wobei, das andere will ich halt auch nicht haben, gell? So, ich muss hier irgendwas machen können, aber ich weiß nicht was. Hier fehlt ein Bild. Ich kann hier aber kein Bild anbieten, oder? Oder ein Segeltuch? Kombinieren? Nein, ich glaube nicht. Wobei, wir können ja immer wieder auf die Insel kommen, gell? Das ist keine große, seltene Insel. Wir müssen noch irgendwas finden, was wir dafür verwenden können. Ein Bild ist es auf jeden Fall nicht. Ich denke nicht, dass das hier passt, sagt sie. Aber das brauchen wir auf jeden Fall, um die Musik zu kriegen. Dafür brauche ich auf jeden Fall das Bild. Das sagt er oder sie auch nichts dazu, ne? Keine Ahnung, ich biete mal den Brief noch an. Der soll für mich sein? Auf keinen Fall. Meine Korrespondenzen haben für gewöhnlich etwas mehr Flair. Okay, ich sag's. Wieder Gleiches. Okay, das heißt, wir gehen hier einfach mal weg, weil wir können ja hier zurückkommen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Schau mal bald mal wieder bei Glovers kolossaler Kollektion vorbei. So, die Frage ist, könnte das jetzt auch eine von dieser Berginseln gewesen sein, von denen Copycat gesprochen hat? Bieten wir mal Leckerli an. Große Weideinsel verpasst. Ach. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, er spricht schon von den Höhen. Er hat ja mal von eisiger Insel gesprochen. Von eisiger Insel hat er mal gesprochen. Von Berginsel hat er gesprochen. Jetzt spricht er wieder von Weideinsel. Vielleicht, weil wir jetzt tief genug sind. Ich weiß es nicht.
Was ich aber weiß, dass unser Bäumchen jetzt langsam schneller Essen produziert, oder? Es blüht schon gut. Super. Was ist so kalt? Nix so kalt. Die sind halt immer noch zu hoch, gell? Ja, wir sinken halt auch einfach, ohne dass wir Luft rauslassen. Sinken wir schon wie verrückt. Ich glaube, ich check die Inseln so ein bisschen, aber ich weiß nicht genau, wo ich... Hier könnte ich landen, ha? Huh? Weiß gar nicht, wo ich lande, aber wie wär's mit hier? Da ist eine Höhle. Ich glaube, wir waren da schon. Wir waren echt schon auf wirklich vielen Inseln. Was ist da unten? Egal, wir gehen zu der. Oh, da kommt echt wieder der mittlere Bereich. Wenn die Inseln immer so felsig sind. Gibt's noch hier so eine Beere? Ah, guck mal. Jetzt können wir mal unseren Eimer testen. Vielleicht können wir den hier anwenden. Wie soll ich an Wasser kommen? Also das muss doch jetzt funktionieren, oder? Dafür haben wir doch jetzt das Ding. Yes. Okay, das füllt aber halt einfach unsere Wasserflaschen auf, oder? Das ist halt ganz normal wie irgendein anderer Brunnen. Wobei, vielleicht sollten wir das überall testen. Kann ja auch sein, dass man mal was Cooles rauszieht. Bisschen Sonnenblumenkerne noch. Klauen wir den Vögeln. Also es würde ja... Es würde ja Sinn ergeben, dass in irgendeiner Brunnen vielleicht mal irgendwas drin ist. Selbst mit... Also wie schnell wir sinken, ich komme kaum hinterher, das abzuchecken. Da ist die nächste große, sehr schön. Frage, landen wir noch irgendwo dazwischen? Hier sind halt irgendwelche... Ah, das könnte man ausbuddeln, gell? Da gibt es ein bisschen Essen. Vielleicht gehen wir da noch kurz hin. Einfach fürs Essen. Falls wir es überhaupt noch schaffen. Aber ja, das schaffen wir noch. Wir müssen jetzt eh wieder... Wir müssen wieder Gas... Wir müssen wieder Treibstoff reinhauen. Das heißt, wir müssen wirklich wieder nach neuen Gasflaschen suchen. Sonst gehen die uns bald wieder aus. Und wir können die nirgends auffüllen. Es nervt mich, dass ich so viele mit mir rum... Aber es gibt doch einen Grund dafür, dass wir diese leeren Gasflaschen mit uns rumschleppen, oder? Da muss es doch einen Grund dafür geben. Weh, ich spiele das Spiel durch und es gibt keinen Grund. Achso, Schaufel brauchen wir da. Können natürlich auch einfach nur ein Gag sein. Hier steht halt gar nichts, gell, auf diesem Schild. Ja, ein bisschen was haben wir da mitgenommen. Ist es unserem Bäumchen jetzt eigentlich immer noch zu kalt? Frag ich mich. Das frag ich mich, weil jetzt sind wir ja wirklich in einem Bereich, wo es echt angenehm ist. Angenehme Temperaturen. Wahrscheinlich ist zu warm auch nichts. Das Bäumchen sieht so aus, als könnte es etwas Wasser vertragen. Wir müssen es gießen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ups. Das kleine Bäumchen gedeiht ja prächtig. So viele schöne Blüten. Auf die Idee gekommen, meine Pflanzen zu gießen. Oh. Macht Sinn. Macht vielleicht Sinn. Nee, ist zu viel, oder? Weniger. Bisschen weniger. Bisschen mehr nach rechts. Gibt's auf der Insel was? Ich glaube nicht. Aber wir gehen dann auf die nächste große. Da gibt's halt auch genau das gleiche. Ein bisschen Essen. Ja, das reicht uns. Viele große Inseln kann es auf jeden Fall nicht mehr geben. Was haben wir denn? Haben wir irgendein Souvenir oben gekriegt? Sowas? Nee, gell? Das heißt, wenn es wirklich überall was gibt, habe ich da schon wieder was übersehen.
Also entweder gibt's nicht irgendwo was, nicht überall was, oder ich bin blind, weil ich bin mir eigentlich sicher gewesen, dass wir da oben alles mitgenommen haben im Weltall. Oh, das ist ja interessant. Guck mal, da gibt's einen Lift. Da gibt's einen Lift. Die Inseln, also Inseln sind schon kreativ, muss ich sagen. Das muss ich schon sagen. Bin mal gespannt, wie viel wir da noch haben. Ob wir schon. Ich glaube, wir sind schon relativ weit eigentlich. Weil wir haben hier schon echt viele Achievements. Buttercups Bau. Da ist jemand mit B. Es ist jemand mit B. Name mit B. Buttercups Bau. Ich glaub's nicht. Jetzt bin ich gespannt. Vor allem, warum hat die Person dann, oder vielleicht ist es der Hase, wer auch immer, warum gibt es da jemanden, der B heißt und alle anderen heißen C? Fragen über Fragen, vielleicht finden wir ja nächste Folge eine kleine Antwort, aber zuerst lege ich mich nochmal kurz schlafen. Müssten wir jetzt eh nicht wegen Autosave, aber Curly braucht ja ein bisschen Ruhe, eine Entspannung, ein bisschen Erholung. Das ist wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann machen wir morgen weiter. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.